Und damit herzlich willkommen bei Gynophobia. Der Titel ist gerade weg, warum auch immer. Da ist irgendeine Spinne. Oh mein Gott, kann man sogar anklicken. Ja, es ist wieder irgendein Horrorspiel und ich habe aber überhaupt wirklich null Ahnung, um was es da geht. Ich teste es einfach mal aus. Ich weiß nur, es ist irgendein Horrorspiel. Und ja, bevor ich lang rumlaber, klicke ich einfach auf Neues Spiel. Okay, es geht sofort los. Die Sicht schaut voll komisch aus. Also so... Die Raumverhältnisse passen irgendwie voll nicht. So, wenn ich dort hinschaue, ist das voll weit weg, obwohl das eigentlich eh nah ist. Da wollte ich noch kurz rausschauen. Das ist ziemlich neblig, Silent Hill-mäßig. Wie schaue ich mir Sachen an? Warum liest Mama so ein Buch? Ach, ist das das Schlafzimmer? Wieso liegt da eigentlich ein Höschen von Mama und wieso liegt da ein BH von Mama? Was? Ein cooles Bild. Okay, was ist da noch? Ein Laptop. Kann ich aber nichts machen. Gynophobie ist die krankhafte Angst vor Frauen. Ja, deswegen... Ich weiß echt nicht, was uns in dem Spiel erwartet. Es geht eben, wie gesagt, um die Angst vor Frauen. Da ist ein echtes Bild. Kann ich da irgendwie... Ich kann da nicht hinzoomen oder so. Vielleicht ist das sogar eine Entwicklerin mit ihrem Kind. Ich weiß es nicht so genau. Ist da noch was? Das schaut so komisch aus. Das schaut aus, als wäre da irgendwas dahinter. Auf diesem einen Ding da. Na gut, aber ich glaube, mehr kann man hier nicht machen. Kommt in den Schrank rein, kommt man auch nicht. Okay. Dann gehe ich da mal raus. Am Anfang ist immer alles natürlich noch chillig, aber ich glaube, dass... Die Maus ist irgendwie voll... Komme ich da... Nö. Ach, da komme ich ganz zurück. Fuck. Ich wollte eigentlich schauen, wie ich die Maus... Sensibilität ein bisschen runterstellen kann, weil das ging... Kann ich fort von drücken? Oh man, kann ich nicht. Weil die Maus war so voll schnell. Ja, jetzt ist es ein bisschen besser. So, jetzt kriege ich nochmal das an, weil ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Damit wir diese Info haben. So. Komme ich da rein? Nein. Wieso? Warum zittert das Bild so komisch? Da ist nichts. Da zittert das Bild. Da ist wieder irgendein Real-Life-Bild. Hä? Ist das, weil wir Angst vor der Spinne haben? Ja, ich kann zur Spinne nicht hingehen. Man hat aber sehr große Angst vor Spinnen. Komm ich da rein? Das ist aber wahrscheinlich wohl mein Zimmer. Mothman-Horror. Wir kennen doch alle den Mothman. Sector Zero. Sagt mir jetzt nichts, aber ist wahrscheinlich auch irgendwas Bekanntes. Was ist da? Dead Hunger. Press Enter to play. Wäre jetzt geil gewesen, wenn man wirklich Enter drückt, dass das Spiel sich irgendwie startet. Oh, kann ich mich... Oh! Oh! Ich spiele jetzt doch. Wie geil ist denn das? Ich liebe solche Spiele in Spielen. Da ist Munition. Ich habe voll Angst. Das sieht aus wie so ein klassischer Doom-Shooter oder so. Da liegt ein Schuh. Die Musik macht es nicht besser, ehrlich gesagt. Und am meisten Angst habe ich immer, wenn ich die Gegner nicht sehe. Ich höre sie nämlich nur. Kommt man da durch? Nein. Ganz ehrlich. Man hört überall Gegner. Ich sehe einen. What the hell? Ich glaube, in dem Spiel kann man... Ich lebe noch. Boah, jetzt habe ich im Schock nicht mal nachgeladen. Kann man das Spiel überhaupt gewinnen? Weil das ja nur so ein Spiel im Spiel ist. Jetzt spielen wir plötzlich Dead Hunger, oder wie das geheißen hat. Nicht mehr Gynophobia. Da ist Munition. Nein! Ich hab viel zu viel Angst im Wasser. Wieso spiele ich jetzt plötzlich einen Shooter? Ich will die Munition da drüben. Kommt man da durch? Nein.
Boah, wie viele Gegner waren das? So, ich laufe mal lieber. Ah, ich schau noch ganz kurz da hinten, ob da noch irgendwo Munition wäre oder irgendwas. Was ist da? Nur ein Lämpchen. Weil das ist, glaube ich, so ein Spiel, wo Munition halt extremst wichtig ist. Ich finde das immer so geil, wenn man ein Spiel im Spiel spielt. Was ist da? Nix. Okay, ich gehe nochmal dort rein, wo gerade 10 Milliarden Zombies gekommen sind. Obwohl, gehe ich da schon rein oder gehe ich... Ich gehe mal rein. Alter, wie viele waren da drinnen? Was ist das? Ach, Leben war das. Das war so ein Erste-Hilfe-Package. Boah, die Musik. So. Vorsichtig weitergehen. So, was ich natürlich als erstes machen muss, ich muss mir die Muni holen. Da liegt ein toter Soldat. So, wir haben jetzt 34 Schuss noch zum Nachladen und 17 Schuss in der Waffe. Wenn Gegner kommen, werde ich wahrscheinlich wieder nervös losschießen, aber wir haben ein bisschen Schuss. Kommen jetzt wieder Gegner raus? Na klar, ich höre die doch schon. Man ist aber immer so scheiße eingeengt. Noch mehr Munition. Alter, wir haben schon so viel Munition. Das ist aber kein gutes Zeichen, wenn ich so viel Munition finde. Das ist nie ein gutes Zeichen. Alle? Was tue ich hier gerade? Wieso spiele ich ein Spiel im Spiel? Ich will das doch gar nicht. Vor allem, ich weiß gar nicht, wie lange das geht jetzt. Da drüben ist Muni. Ich höre doch schon wieder irgendwo Gegner. Was zuerst mal ganz wichtig ist, Munition holen. So, Munition habe ich. Dann war da noch irgendwo ein Erste-Hilfe-Package. Was ich aber nicht brauche. Da, genau, da wäre eins. Aber ich habe eh volles Leben. Deswegen lasse ich das da mal liegen. Da drüben war noch eines. Ich höre schon wieder überall Gegner. Ach, da steht ja einer, oder? Oh mein Gott! Shit! Das war jetzt unerwartet, dass der wieder von hinten her krabbelt. Oh mein Gott, das war wirklich unerwartet. Oh, mein Herz, Leute. Ich kann sowas doch nicht spielen. Links oder rechts? Ich gehe mal links. Erste-Hilfe-Package brauche ich zum Glück noch immer nicht. Wie lange geht dieses Spiel denn jetzt eigentlich? Da ist auch ein Erste-Hilfe-Package, das ist nichts. Aber ich höre schon wieder Gegner. Ich höre doch ganz genau Schritte. Aber ich glaube, ein paar sind auch im Wasser, deswegen sehe ich die nicht immer. Da rennen zwei. Ich hoffe, hinter mir ist keiner. Wow. Das hat sich jetzt voll so angehört, als wäre jemand hinter mir. Aber war zum Glück doch nicht so. So, wir haben immer noch 100 Leben, aber die Munition ist schon wieder knapp. Da hinten ist Munition. Da ist Munition. Ich will nicht durchs Wasser. Ich habe immer das Gefühl, dass im Wasser die Zombies lauern. Komm ich da über... Oh nein, da komme ich gar nicht drauf. Okay, ich laufe einfach mal. Passt. Da ist Munition. Ganz, ganz wichtig. So, ich schaue noch ganz kurz, ob da irgendwo noch vielleicht Munition liegt. War ich da schon drin? Nein, da war ich nicht drin. Unter liegt sogar Munition drin. Die brauche ich auf jeden Fall. So, mehr ist aber nicht. Okay. Jetzt haben wir wieder 48 Schuss in Reserve. Das sollte reichen.
So, wie komme ich da jetzt durch? Okay, da muss ich da in der Mitte gehen. Ist das eine Leiter rauf? Aber mir ist da gerade irgendwie viel zu ruhig. Da ist nochmal Munition. Aber wie komme ich. Hä, wie komme ich denn da hin? Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich schau mal, ob ich die Leiter rauf kann. Alter, wie lange geht das Spiel noch? Was? Okay, jetzt werde ich eh sterben. Hilfe! Ich weiß gar nicht, ob ich den Fetten überhaupt besiegen kann. Was heißt die Rede des Weins finden? Alter, komm, wie viele sind da? Alter, was? Komm ich da rauf? Hä? So. Was heißt die Rede des Weins finden? Die können ja überall sein. Also, kämpfen macht... Da ist ein Rad, oder? Alter, was? Ich kann doch jetzt nicht vier Räder suchen. Das Problem ist, ich kann dir... Oh, was liegt da? Muss ich da... Oh mein Gott. Ich brauche ein Health Package, würde ich gern irgendwo herhaben. Fuck, ich kann nicht mehr rennen. Das heißt, ihr braucht eine Werkzeugkiste. Okay. Viel hat mir das auch nicht gebracht, ehrlich gesagt. Oh mein Gott, die Waffe ist schon leer. Ich muss das... Ich weiß nicht... Spawnen die immer wieder oder lohnt sich das, die abzuschießen? Ich weiß gar nicht. Ich versuch das mal. Weil wenn uns wenigstens nur der Fette folgt, haben wir eine kleine Chance. So. Ich schätze mal nämlich, ich brauche eine Werkzeugkiste, stand da noch. Ich habe das Gefühl, den Fetten kann man nicht besiegen. Da ist noch Mumie. Da ist Blut an der Wand gewesen, okay. Nein, er lässt den Reifen fallen. Aber was stand da noch? Ich brauche eine Werkzeugkiste. Von wo soll ich eine Werkzeugkiste herbekommen? Oder was ist jetzt eigentlich mit dem Reifen? Achso, den eh montiert, okay. So, wieso kann ich den nicht, hä? Ah, Health Kit. Ich verstehe gerade nicht, warum er das jetzt nicht, den anderen Reifen hat er auch draufgegeben. Na klar, er braucht eine Werkzeugkiste zum Festschrauben, aber er kann ihn doch jetzt draufgeben, denn, weil diesen Reifen hat er daneben liegen lassen. Aber wir finden das hoffentlich. Schade, dass ich keine Muni für die Waffe finde. Da ist noch ein Reifen. Zombies gibt scheinbar auch noch ein paar. Aber wo denn die Werkzeugkiste ist, das wird, glaube ich, das Schwierige. So, es war, glaube ich, gut, die Zombies zu killen. Es sind zwar noch ein paar da. Ich weiß jetzt nicht, ob die spawnen oder ob das einfach nur noch ein paar Überlebende sind. Er haut den nur daneben hin, ich versteh's gerade nicht. Ich glaube, den kann ich nicht killen. Das ist verschwendete Munition. Oh mein Gott, ich muss weg. Ich muss weg. Gegen den Fetten habe ich halt wirklich so null Chance. So, ein Reifen brauche ich nur noch und eine Werkzeugkiste. Da ist Health. Da ist Muni. Die Frage ist, wo könnte die Werkzeugkiste sein und wo ist der letzte Reifen? Wie lange dauert das Spiel im Spiel? Was steht da? Dead Bodies? Mehr konnte ich gerade nicht lesen, weil ich im Stress bin. Da
War jetzt auch nochmal Health. So, da ist noch ein Reifen, oder? Nein. Militärpackage ist das. Könnte da nicht vielleicht irgendwo eine Werkzeugkiste sein? Irgendwie nicht so. Ich habe auch leider so null Ahnung, wo ich das herbekommen könnte. Ich bin immer ganz schlecht in Suchen, da war ich schon, oder? Jetzt bin ich wieder da. Weil die Map ist ja gar nicht so groß. Wo könnte auch der letzte Reifen sein? Ist der da drin vielleicht sogar? Da ist noch Muni. Kann man auch immer gebrauchen. Was ist das eigentlich? Das ist, glaube ich, nicht. Das Benzin, das brauche ich vielleicht später auch noch. Ich finde nicht mal den letzten Reifen. Mir fehlt doch noch ein Reifen, oder? Ich habe doch erst drei hingebracht. Ist da am Spielplatz nicht vielleicht irgendwo was? Nein, auch gar nichts. Please be safe. Ein Reifen hat er montiert und zwei liegen daneben. Aber vielleicht muss ich da auch noch irgendwas anderes klicken. Ich weiß nicht so genau. Aber wo ist dann der letzte Reifen? War ich nicht schon überall? Boah, das ist immer so nervig, wenn man sowas suchen muss. Komme ich da rein? Ach, da komme ich rein, okay. Wow. Da ist die Werkzeugkiste. Dann fehlt mir aber trotzdem noch der Reifen. Hey. Da ist nochmal Muni. Ah, oh, das musst du noch schnell mitgehen lassen. Oh mein Gott. Der war plötzlich hinter mir. Oh, voll erschreckt. Ja gut, ich muss jetzt aber irgendwie wieder killen. Ich kann sonst nicht die Reifen montieren. Der hält noch so unendlich viel aus. So, wie ist das jetzt da? Ah, jetzt kann ich die montieren. Schnell, 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 schnell. So, der eine fehlt mir noch. Den habe ich auch schon montiert. Warum ich den ersten auch ohne Werkzeug montieren konnte, weiß ich nicht so genau. So, jetzt bleibt noch eine Frage. Wo ist der letzte Reifen? Ist der letzte Reifen? Wahrscheinlich habt ihr schon gesehen. Health is full. Okay, lass den eh liegen. Ich dachte schon, jetzt habe ich das verschwendet. Und was ist hier überhaupt passiert? Da stehen überall so Militärwagen. Lauter. Komme ich da rein irgendwie? Drauf komme ich da auch nicht. Ich kann gegen den nichts machen. Ist da noch irgendwo ein Reifen? Da ist auch nochmal Health, da ist ein Motorrad. Nein, ich hänge da gerade. Oh mein Gott, so jetzt gerade. Ist da sein Kopf? Da ist aber kein Reifen. Irgendwie ruckelt das gerade so ein bisschen komisch. Janet. Da ist ja auch nichts. Ja toll, wo könnte der letzte Reifen sein? Dead Bodies on the Street. Ja, es sind ja auch so irgendwelche Zombie. Also meines Gefühls her war ich schon überall. Ich wüsste jetzt echt nicht, wo noch ein Reifen sein könnte. Außer ich übersehe irgendwas. Da drin ist auch nichts, da ist nur Health. Liegt bei dem Hubschrauber vielleicht ein Reifen? Nein, nein, man kann reingehen, weil drinnen war auch ein Health Package. Das wäre übel, wenn der Reifen da drin liegt. Wow.
Ah, okay, aber da musste man jetzt zum Beispiel crouchen, dass man rein kann. Vielleicht habe ich irgendwo was übersehen, wo ich crouchen muss. Ich will mit dem scheiß Van wegfahren. Da ist auch nichts. Muss ich irgendwo crouchen? Okay, nochmal alles genau anschauen. Da bin ich wieder in dem Gang. Da ist das. Da ist auch nichts. Da komme ich ja nicht drauf. Alter, wo ist das? Dirty South. Wo könnte ich crouchen? Ich denke mal, es wird was mit crouchen, weil sonst hätte ich es, glaube ich, schon bemerkt. Da komme ich auch nirgends ran. Da ist eben dieser kleine Gang, da ist aber auch nichts. Ja, und da war ich gerade quasi. Das sieht immer so komisch aus. Das sieht immer so aus, als wäre ein Loch, da, wenn man so schaut. Aber es ist kein Loch, leider. Kann ich da vielleicht noch mal crouchen? Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie was aufmachen müsste oder. Keine Ahnung. So, jetzt bin ich wieder da. So, das ist zu 100% nix. Alter, ich weiß nicht, wo der letzte Reifen ist. Oder liegt er ganz offensichtlich und ich sehe ihn einfach nicht? Oder muss ich den vielleicht von einem Auto abmontieren? Das kann ja auch nicht sein. Die haben ja alle selbst keine Reifen. Ah, der hat keinen einzigen Reifen. Wo könnte es sein? Da bin ich so weit gekommen und dann fehlt mir ein fucking Reifen. Da ist ja nichts, da endet ja die Map überall. Da war ja jetzt auch nichts, oder? Da habe ich ja genau geschaut. Da steht Welcome, Gun. Aber da komme ich ja sowieso nicht dran. Oh Mann, wie doof ist denn das? Komme ich da ran? Manchmal zittert das so komisch. Das fühlt sich bei mir an, ich weiß nicht, ob ihr das im Video seht, aber bei mir fühlt sich so an, als würde es laggen. Das ist aber nur manchmal, nicht immer. Ganz strange. Komm, jetzt habe ich schon wirklich alles abgesucht. Kann ich von dem Auto Reifen nehmen? Da werden nämlich Reifen dran, aber es geht trotzdem nicht. Da ist einer weg. Ich kann ja keinen Reifen nehmen. Komme ich einfach nicht drauf. Ich habe doch alles abgesucht, das gibt's doch gar nicht. Ich habe doch alles ab. Das Blut kommt mir auch verdächtig Farbe. Da kann ich nichts machen. Muss ich mit dem Messer irgendwas aufschneiden? Kann das sein? Nee, das glaube ich aber auch nicht. We are going to eat you, Zombies. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich werde. Ich schaue noch ganz kurz da nochmal überall. Ich glaube, ich werde nämlich einfach mal kurz. Falls das Spiel ist ja eigentlich sehr unbekannt. Aber ich glaube, ich werde mal kurz googeln, ob irgendwo steht, wo der Reifen ist, weil sonst suchen wir uns ewig ab. Ich
Nein, ich hänge da gerade. So. Bin gleich wieder da. Also Leute, ich habe echt das Gefühl, dass bei mir irgendwie ein Bug ist. Also mir fehlt der, ich finde meinen Reifen einfach nicht und bei den anderen Leuten ist der halt da. Ich schaue nochmal, ob ich das Benzin nehmen kann, aber ich glaube ja nicht. Doch! Hä? Ich kann das Benzin ja nehmen. Habe ich das Benzin jetzt? Brauche ich nur 3 Reifen? Wie dumm werden das? Was ist mit dem fucking Benzin? Alter, wenn ich nur 3 Reifen brauche und alles gerade umsonst gesucht habe. Ja, nice, ich brauche 3 Reifen. Und jetzt? Hä? Ja, was kann ich denn jetzt noch machen? Brauche ich doch 4 Reifen? Ich check einfach null, was ich machen muss. Ich habe schon alles 1000-mal durchsucht. Wieso kann ich jetzt auch immer nicht in das Auto einsteigen? Ich glaube, ich habe da wirklich einen Bug. Ich muss mich töten lassen und das neu machen. In der Zwischenzeit versuche ich noch, ob man den überhaupt irgendwie killen kann. Aber kann man, glaube ich, echt nicht. Alles, was ich habe. Weil da muss ich mich eh töten lassen. Nice. So, jetzt startet es neu. Muss die Räder finden. So, jetzt finde ich hoffentlich alle 4. So, jetzt haben wir wieder überall 10 Milliarden Gegner natürlich. Es muss ein Bug gewesen sein, weil mir fehlte einfach ein Reifen. Das muss ich natürlich alles neu suchen. Kann ich den eigentlich... Ja, egal, ich kann ihn durch den Zaun werfen. Erspare ich mir ein bisschen den Weg. Weil die Reifen liegen einfach bei allen Autos. Bei jedem Auto liegt ein Reifen. Kann ich wieder durchwerfen? Ja. Aber wieso sagt er jetzt schon, er braucht eine Werkzeugkiste? Also noch ein Reifen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo das Maschinengewehr lag. Nice. Aber irgendwie habe ich schon wieder nur 3 Reifen. Da habe ich jetzt 3 Reifen drin und der hat auch kein... Doch, der hat einen Reifen. Ich sage ja, das war ein Bug, glaube ich. Jetzt habe ich 3 Reifen. Jetzt brauche ich nur noch die Werkzeugkiste eigentlich. Und das Benzin halt. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich die irgendwie killen kann. Weil die nerven halt schon hart. Schaffe ich die mit der Muni? Ich weiß gar nicht. Irgendwo liegt ja auch noch das Maschinengewehr. Hä? Hä? Oh mein Gott, das war wie ein Boden, den habe ich nicht gesehen. Ja, nice, alles neu. Sehr geil. Nur weil das fucking verbuggt war. Lag da gerade ein Reifen drin? Mann. Also auf jeden Fall diese Pro-Waffe.
So. Jetzt versuche ich dir nochmal in Ruhe zu killen. Die am Boden nerven ja hart. So, erster Reifen. Weil ein Reifen ist ja am Auto dran. Da auf der Seite fehlen zwei. Da ist aber einer dran, nämlich. Deswegen braucht man nur drei Reifen. Aber wieso konnte ich bei mir nicht wegfahren? So, da ist noch ein Reifen. Plötzlich. Scheiß Grabler. Da ist ja noch einer. Wie er nicht sterben will. Oh, Hilfe. Nicht, dass ich jetzt noch gekillt werde irgendwie. So, jetzt habe ich zwei Reifen, glaube ich. Genau, und da ist der dritte, der letzte. Nur ich hatte da irgendeinen Bug, dass ich den nicht fahren konnte. Weil ich hatte den Werkzeugkasten, ich hatte das Benzin, ich hatte alles. So, da habe ich keine Muni, da habe ich noch viel Muni. Ich stehe da gerade ein bisschen blöd, so. So, da jetzt auch den letzten Reifen holen. Ich hoffe, wir schaffen den Scheiß endlich, das Spiel im Spiel. Wo kommen die Zombies jetzt wieder her? Drüben laufen ja auch noch Tausende. So, jetzt brauche ich das Werkzeug schon. Kann ich da ein paar killen? Huch, der Große kann da ja auch durch. So, wo ist denn diese Ecke mit dem Werkzeugkasten? Dort hinten war ja. Nein, ich bin, glaube ich, genau in der falschen Richtung gerade. Wo war denn diese Ecke nochmal? Ich kann noch kurz die Muni holen. Und hinten war die Ecke, oder? Ist das gerade gar nicht? Nö, dann war sie dort hinten. So, schnell die restlichen Zombies erledigen. Das ist der fucking Werkzeugkasten und ich hoffe, diesmal geht's. Ich weiß nicht, ob es ein Bug war oder ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Ich hab das Werkzeug. Ach, diesmal kann ich das Helf mitnehmen. Wieso kommen da plötzlich wieder so viele? Hinter mir plötzlich. Alter, das ist doch alles beschissen. So, die kill ich jetzt aber noch. Das Health Package habe ich auch noch mit. So, jetzt habe ich. Nimm das doch. Ja. Jetzt habe ich 100% Leben. Alle Zombies müssten tot sein. Und ich habe noch genug Schuss. Jetzt montiere ich die fucking Reifen, fülle das Benzin ein und fahr hoffentlich endlich los. So, jetzt nimm den Scheiß da. Hä? So. Und da sind die anderen zwei. Ich habe alle Reifen voll. Der Van braucht Benzin. Alter, wenn der Scheiß jetzt wieder nicht geht, dann weiß ich auch nicht. Verpiss dich, Fettzeug. Jetzt geht's plötzlich. Ich hatte wirklich einen Bug. Ich hatte einen Bug. The End. Toll. Jetzt haben wir das fucking Computerspiel mal durchgespielt. Das Spiel im Spiel. Was ist da?
Von Papa. Linda sagt mir, du hättest einen Psychiater aufgesucht und dass deine Sprechblockade bei Frauen durch eine Phobie ähnlich deiner Spinnenphobie hervorgerufen würde? Könnte nicht wurde? Gott sei Dank, ich war mir nicht sicher, dass du schwul bist. Dafür gibt es nämlich kein Klammer auf. Also Anführungszeichen, Heilmittel, Anführungszeichen zu. Alter, was? Nochmal kurz zusammengefasst. Er hat eine Frauenphobie und eine Spinnenphobie und sein Vater dachte, er ist schwul und dafür gibt es natürlich ja kein Heilmittel. Oh Mann. Es hat geklingelt. Shadows Peak? Ist das nicht auch irgendein Spiel?